Im Original kommt man hier noch Fettkisten absnacken. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Westlich und der Radar dreht sich nicht. Okay, dann ist klar. Ja, ist klar. Erstmal in Osten laufen. Erstmal, ist klar, erstmal in den Osten laufen. Suche nach Kandidaten. Ah, Mann. Fetter Prügel. Ich weiß, ich hab mich vertan. Mir hier passiert was, klar? Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Hallo. Oh, toll, und ich habe die gekauft, weißt du? Da sind gleich die ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Oh, was? Tifa, kannst du mal bitte? Nahkämpferin, ja, ist okay. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Keine Chance. Genug. Eine Wehrratte. So. Kiste. Nice. So. Gegengift. Gut, dass ich es nicht gekauft habe. Ich werde gleich auch Gewitter finden. Wette ich für. Es ist aus. Ich zähle auf dich. Mit Dreieck für Tifa einen mächtigen Angriff aus. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit in Fesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagsturm verstärkt werden. Ah ja. An die Arbeit. Warte. Nein. Ich wollte mal ausprobieren. Darf ich aber nicht. Die Gegner sind zu schwach. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Ah ja. Okay, so funktioniert Tifa. Okay. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Okay. Dann gehen wir wieder. Mal auf. Wir alles können, hm? Fetter Prügel. Wedge gibt dir bestimmt einen Daumen nach oben. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Bist du der Kerl, der diesen... Ja, das ist also der Alleskönner? Der reinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Oh. Alles okay? Geht schon.
den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Hat der andere Waffen? Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfahle. Andere Ausrüstung? Mehr Materie-Slots? Ich nehme alles. Das muss unbedingt repariert werden. Bitte doch, diesen Alleskönner drum. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben? Als Entschuldigung. Es gibt anders aussehende Schwerter. Eines unserer Schwerter schwingt, okay. Ich hab mich wieder gefasst. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Danke, Lou, für 35 Monate. Oh shit, das ist zu teuer. Ich brauch den Sternenreif. Ah, hier steht's jetzt. Infostärke erhöht sich um 5%. Oh, belebt und Kampf einmal automatisch wieder. Nice. Aber das hat alles keine Materie-Slots. Ich bin gerade auf Materie-Slots heiß. Irgendwas verkaufen? Verkauf doch einen Frost. Problem ist, es ist nicht verkehrt, mehrere Frost zu haben. Also es ist echt nicht verkehrt, mehrere Materias zu haben. Zumindest im Originalspiel war das so. Deswegen will ich den ungern verkaufen. Komm bald wieder! Aber passt schon. Du hast eine neue Waffe erhalten. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. What? Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Jetzt habe ich Wachstube gelesen, weil Lou mich versaut hat. Die Wachstube. Oh, die hat 3 Slots. Ist auch mehr auf Magie ausgelegt. Macht halt weniger physischen Damage. Aber die hat 3 Slots. Ich kauf erstmal nix. In solchen Spielen muss man eigentlich nie was kaufen. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen, Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit R2 auf der Karte aufrufst, kannst du momentan auch verfügbaren Aufträge sehen. Okay. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley.
Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Shinra. Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Oh? Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Shetley mit den gewonnenen Daten, damit neue Materie entwickelt werden können. Nice. Das klingt doch... Das klingt doch... Nom nom. Hat Tifa noch? Nee, wir haben keine... Ah, ich brauche jetzt Analyse in meinen Materia. Das ist doch jetzt ätzend. Warte mal, ja, dann muss der weg. Oh lol, überall Quests auf der Map. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Zu uns kommen Leute mit den verschiedensten Problemen. Auftrag, Rattenplatte, mein Gott. Auf der Karte kannst du deine aktuelle Missionsaufgabe überprüfen. Hauptquest? Ach nee. Ah, die habe ich jetzt aktiviert. Moment, die ist aktiviert? Ach so. Ah, Route. Ah, dann kann ich mich da hinbringen lassen. Okay, das zeigt an, wo die stehen, wo ich die angenommen habe. Das ist weird. Ah. Die Bürgerwehr hat angekündigt. Marle, die Vermieterin der Stella Apartments. Diese Gruppe namens... Ich hab wirklich keinen... Hereinspaziert, hereinspaziert! Oh, hallo Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Die Viecher schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte weg. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nun Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. Jetzt habe ich die angenommen, aber... Hereinspaziert. Warte mal. Versteht Chatley nicht. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen. Ich meine, ich weiß, was Chatley von mir will. Analysen in Kämpfen einsetzen. Soll ich das mal bei dir einsetzen, oder was? Nee, das geht nicht. Setze bitte die Analyse-Materia ein und sammle damit Daten für die Kampfberichte. Hm. Egal, wir machen jetzt erstmal die Quest. Ich scanne einfach jeden Gegner, den ich sehe. Ich habe wirklich keine Aua. Ich habe das Musical Loveless gesehen. Kiste, ich sehe sie. Oh, Ratten. Ich sehe sie. Frontalangriff. Geht klar. Magie. Ach, das ist eine Fertigkeit. Okay. Bin mal so frei. So, jetzt hat man hier halt die Eis ist wirksam gegen die. Genug. Schon gewonnen. Oh, nice. So. So schnell zeigen sich die Biester wohl nicht. Und was nun? Warten wir? Ah, obwohl. Lass uns erstmal zum Krämer zurück und Zwischenbericht erstatten.
Wieso huffst du? Hey, ist das hier etwa Blut? Redet nicht mit mir. War gerade in der Küche, hat huh, gemacht und ist wieder gegangen. Kriegt man Sachen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. Ey, ich hab mir letztens im Honig ist Musik. Am Wallmarkt ein so krass heißes Bienchen eingelacht. Chocobo-Musik. Mich schon so viele Geld gekostet, du machst dir ja keine Vorstellung. Ja. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Bist du schon ein Fan? Hip-Hop der Chocobo! Jawoll! Voll die Musikremixe hier, Alter. And nice. Ich muss dann. Oh, Johnny ist so ein Hitkopf. Der Reaktor ist gerade explodiert. Hey, Tief, pass auf, dass du nicht. Nee, Mensch. Da lang. Achso, ich will doch zum Krämer. Ich sollte das zum Krämer zwischenbrichten. Ich habe das gerade falsch gemacht. Ich habe die einfach verprügelt. Ich hätte warten müssen, bis die Ratten kommen oder so. Was ist? Hast du es mit der Angst zu tun bekommen? Die Wehrratten magst du erlegt haben, schön und gut. Mein Auftrag bezog sich allerdings auf deren Bodyguards. Tu mir also einen Gefallen und setz die Rattenjagd fort, ja? Die Viecher werden sicher bald aus ihren Löchern kriechen. Lauf nächstes Mal nicht wieder gleich davon, du Allesrenner. Ich hab die getötet. Hereinspaziert, herein! Ich will noch. Ich habe echt das Musical. Direkt so eine Quest, wo man auch noch irgendwie eine Strategie haben muss. Wie locke ich die denn jetzt raus? Ach, das sind doch Asra. Das sind sie doch. Das sind andere. Nur kein Über. Ja. Mein Einsatz. Oh, die tun aber auch ganz gut weh, ey. Feuer frei. Ziemlich schwach. Oh, fuck. Nicht gut. Kriegst hier nicht. Das war's dann. Jetzt oder nie. Muss ja auch anvisieren, dann geht's. Die halten ganz schön was aus, ey. Kein Wunder, dass das die Bodyguards von den Wehrratten sind. Das war abzusehen. Zum Krämer zurückkehren. Oh, das ist ja. Das ist Service. Hereinspaziert, hereinspaziert. Das ist ein Service. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Vielen Dank auch, ihr beiden. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Alles klar. Was meint ihr? Klingt super, oder? Klingt top. Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Aber nur, wenn das Schild draußen noch wirklich aufgehängt wird. Ich werde dich und auch meinen Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. Kaufen? Ach so, wir haben gerade Rabatt auf Supertrank. Und auf Behandeln. Das kriegen wir, wir kriegen wahrscheinlich die ganze Materie so. Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft.
Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Oho. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du? Sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Aber meine Quests? Meine Quests? Unser neues Dokument wird sie ins Staunen bringen. Ich hab das... Ihr könnt mir doch nicht Nebenquests geben und dann auf einmal hier... Hauptquest machen lassen. Oh nein, es ist ein Kind. Kinderquests sind die schlimmsten. Kommt raus! Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Deine Stimme ist irgendwie nicht sehr passend. Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben du klingst älter, als du aussiehst. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Und enge Spalten. Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Ach, oh nein. Wir Katzen suchen. Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Was hat sie für eine reife Stimme? Ja, ist so. Die raucht schon oder so. Keine Ahnung. Und was ist das Leben des Planeten? Eine Katze weiß ich. Kommen wir da lang? Nee. Die Tochter der Familie zwei Häuser weiter soll bei Nacht und Nebel durchgebracht. Weißt du, die Slums, die machen das so aus Kindern. Katze! Nanu? Natürlich geht sie jetzt von alleine zurück. Was? Tut mir leid. Die alte Fabrik ist momentan gesperrt. Auf der Platte gibt's garantiert. Das kann man sicher noch. Das ist die Frage, sind hier hinten auch Katzen? Ja. Oder eher nicht so. Den Anschlag auf den Reaktor. Ja, am Bahnhof. Nicht bald was tut, werden hier gibt's Musik. Du, gib mir das. Angeschrieben wird bei mir nicht. Barrel Scene. Jawohl, kaufen. So. Ich stehe hier nur für den Vater. Ja, bitte? Der Zugverkehr wurde eingestellt. Warum wurden denn gleich... Keine Katze. Will er runter? Doch, das ist eine. Ist das ein. Du brauchst echt keine Angst vor mir zu haben, kleines Kätzchen. Jetzt echt? Oh, ey. Das ist aber ja hoffentlich keine Questkatze, die da liegt. Ja, bitte? Den Anschlag auf den. Das konnte ich nicht mit der interagieren. Eine war im siebten Himmel, das weiß ich. Stand ich ja ewig vor und wollte mit dir interagieren. Huch. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Oh oh. Nanu? Katze. Sieht alle gleich aus. So. Denk mal, die Menschenmasse da hinten ist Hauptquest, deswegen gehen wir dann mal noch nicht hin. Hier ist die Katzen holen. Dass immer diese weißen Katzen sind, sind die ja leicht zu sehen.
Die rede ich gleich. Ich hab mir letztens im Honigtöpfchen am... Ach, scheiße. Halt! Jetzt bin ich andersrum ans Haus gegangen. Widerstand ist zwecklos. Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Was war bist das? Du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Oh nein. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber darf ich erst aber Katzen suchen? Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Der hat doch nichts als Flausen im Kopf. Ich muss tiefer... Nein! Scheiße. Bin wirklich froh, dass wir die Ratten los sind. Wir würden ja gern helfen, aber... Diese aufgeblasenen Arschlöcher von... Hey! Ah, das tut weh! Da fällt dir ein, du rennst mir den Arm auf, du Grobmotoriker! Ich bin überzeugter Pazifist, Mann! Ich mag schon irgendwie. Johnny wird gut. Cloud, hinter die Container da. Tut schon genug weh. Und überhaupt, ich hab doch gar nichts getan. Nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Quatsch, das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Verdammt! Johnny rutscht sicher was raus! Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab, ich kümmere mich um den Rest. Potion? Ach, das sind mobile Läden. Ah, das ist cool. Und hier kann ich chillen. Ah, okay. Lasst ihn gehen. Hm? Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Hey du! Was soll das werden? Zum Glück hat er es nicht ausgesprochen. Fast hätte er sich wieder verplappert. Trottel. Fuck, ich muss die analysieren. Analyse! Volle Kraft! Auf Nummer sich. Von der Shinra-Sicherheitsbehörde abgerichteter Kampfhund, der Wachtrupps begleitet im Kampf unterstützt. Mit seinem ausgeprägten Geruchssinn wittert er Eindringlinge schon von Weitem. Wirksam Eis. Erste Hilfe! Aber ich will den Elite-Gardisten ausscannen. Ranghoher Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde, Elitekämpfer, dessen Kampffähigkeiten den gewöhnlichen Wachmänner deutlich überlegen sind. Wird hauptsächlich in hart umkämpften Gefahrenzonen eingesetzt. Wirksam, Feuer. Okay. Dann zaubern wir nochmal Feuer entgegen. So, warte. Liegt dich jetzt auch noch gefertigkeitet? Nein, ich kriege ich. Ja, egal. Ihr kommt eh noch zu Hause mal. Was ist los? Ist das vorbei? Hey, wir müssen Johnny ist da jemand? Schnell. Ich könnte okay. Hilfe gebrauchen! Habt ihr noch mehr labern? Hast du noch mehr Voice Lines? Hau mal raus. Vorher rette ich dich nie. Nicht? Schade. Ich
stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwöre! Du siehst doch gar nichts. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Aber er sieht doch gar nichts. Wieso rennt er denn jetzt nicht gegen die Wand? Er hat nichts getan. Das war unrealistisch. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Die Tür ist zugewiesen. Ey! Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Aufträge erledigen. Katzen finden, suchen, Katzen, Kiste. Katze? Jetzt komme ich hier nicht rum, ernsthaft? Du lässt noch das teure Werkzeug fallen. Ernsthaft? Mach schön langsam. Oh. Du lässt noch das teure Werkzeug. Was ein doofer Weg hier. Meinst du, Johnny ist wirklich von hier verschwunden und kommt nicht wieder? Das war kein Miauen. Quatsch, der hat nur übertrieben. Ich dachte auch. Ich wette, der ist heute Abend wieder da. Aber da war keins. Was war bloß mit Johnny los? Also ich dachte auch, das hätte es gemiaut. Aber es klang nur so. Kann natürlich trotzdem eins gewesen sein, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass da keins war. Hier war ein Hund, das war keine Katze. Die hat mir auch nicht gesagt, wie viele, ne? Ich glaube, der Analysekampfbericht ist fertig. Ah, den kann ich abgeben, okay. Hallo Cloud, du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chatley Fortschritte bei der Materialentwicklung. Ach. Bei Chatley kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Okay. Autovita. Aber ja. Die Analyse habe ich ja schon. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei... Problem an Autovita ist, ich glaube, Autovita funktioniert nur, wenn du Vita ausgerüstet hast. Weil Autovita triggert nur, dass Vita gezaubert wird. Das ist nicht der Vita-Zauber mit inklusive. Seht doch,